Hallo meine Freunde zu einem weiteren Video. Ja, die nächsten Produkte von Zenith, der Könige Crown Zenith sind da und es handelt sich hier um die Pikachu VMAX Special Collection und die sieht unglaublich cool aus hier mit Fat Pikachu nochmal. Das kennen wir so nur von dem Celebrations Boxen, da gab es ja auch eine VMAX Collection mit einer richtig großen Figur. Ja, die Sachen gibt es natürlich bei uns im Shop. Heute ist Release, 17.02. Diese Sache gibt es und noch Mini-Tins. Ihr wisst ja, Zenith der Könige kommt ein bisschen, ja, im verschiedenen Wochen, Monatszyklen raus. Das wird uns noch bis Mai soweit verfolgen. Und ihr könnt die ganzen Sachen auf ggcards.de natürlich auch vorbestellen. Das alles haben wir bei uns im Shop. Und jetzt gehen wir aber rein in diese coole Box. Hier sind Promokarten drin, die gab es nur im japanischen Koro-Koro-Comic. Und das ist auch von einem Starterdeck, was es auch nur in Japan gab. Und die kommen jetzt zu uns. Also ihr habt hier neben vier tollen Zenith der Königin Boostern habt ihr auch noch richtig coole Promokarten hier mit drin. Also diese Box lohnt sich, finde ich, enorm. Wir sehen ja auch, es wurde nicht so viel geprintet von diesem Set. Es ist ein Spezialset und das seht ihr ganz gut bei Zenith der Könige an den Ultra, nicht an den Ultra, an den ETBs, an den Elite-Trainerboxen. Die Preise sind schon ganz schön gut gestiegen. Es gab nur eine einzige Welle, es wird nichts nachkommen. Dementsprechend kennen die leider nur eine Richtung. Es wäre schön, wenn da ein bisschen mehr geprintet worden wäre, aber irgendwie kriegen sie es nicht hin. Wir gucken uns mal ganz in Ruhe die Promokarten einmal an. Oje, da fallen schon beide runter. Alles klar. Und zwar, das ist diese Karte, die es nur im japanischen Koro-Koro-Comic gab. Das hatten wir auch mal. Und die sieht richtig stark aus. Guckt mal, seht ihr hier die verschiedenen Strukturen, wenn man hier so, eigentlich macht man das nicht, aber wenn man rüberfährt. Im Hinblick darauf, auf die nächste Generation, da waren ja gar keine Struktur. Hier spüre ich richtig Struktur. Guckt euch gerne mal das letzte Video an. Da haben wir schon die Next Gen aufgemacht. Karmesin und Purpur, das japanische Set, gibt es übrigens auch bei uns im Shop. Und da hatten die ganzen neuen EX-Karten und auch Full-Art-Karten hatten eigentlich so gut wie keine Struktur drauf. Das war ganz komisch. Man hat sie gesehen, aber man spürte sie irgendwie nicht. Und das ist eine richtig süße Karte. Das war ein Doppeldeck in Japan. Einmal Evoli und einmal Pikachu. Die gab es praktisch in so einem Doppelpack. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, diese hier in der Box zu erhalten. Ist ein schönes Ding. Wenn ihr schon die ETB geöffnet habt, Regileki, Regidrago, dann ist das das nächste Big Thing. Und mit Pikachu, ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Auch diese Karte so schön groß, sieht mega cool aus. Sehr, sehr nice. Wir haben insgesamt nicht nur vier, wie bei einer normalen Vorbox. Wir haben fünf verschiedene Booster von Zenith der Könige. Dementsprechend ist die auch ein Ticken teurer als die normale V-Box, weil wir haben halt einen Booster mit mehr drin. Ihr wisst, Pokémon hat die Preise erhöht, dementsprechend auch beim nächsten Set. Mal gucken, wie es so wird. Wir kriegen natürlich noch andere Boxen. Morpeko kommt noch mit dazu. Wir haben Sashin Summer Center Premium. Aber nach den ETBs und Regileki, Regidrago kommt jetzt Pikachu. Und ich hoffe, wir ziehen was Schönes. Ich glaube, das sind die ersten deutschen Produkte. Guckt gerne mal auf Instagram. Da haben wir schon immer mal auch Livestreams gemacht von verschiedenen ETBs. Natürlich sonst auch auf YouTube freue ich mich, wenn ihr hier euer Abo da lasst. Und wir haben da schon ganz schöne Sachen gezogen. Allerdings waren das die englischen Sachen. Ich weiß nicht, also die englischen Karten. Ich weiß nicht, wie die Drop-Rates oder die Hit-Raten so in den deutschen Sets sind. Aber es gibt natürlich wunderschöne Karten. Nochmal zur Erinnerung, das ist ja das japanische V-Star Universe-Set, was im Dezember rausgekommen ist. Und wir haben es praktisch jetzt in vielen verschiedenen Wellen mit den verschiedensten Produkten bekommen. Und eines davon ist halt diese Pikachu VMAX Collection. Und jetzt gucken wir mal nach, liebe Iskos, ob wir da irgendwas Schönes ziehen. Einen schönen Lunastein und dahinter ein Kubidos als normale Sternenkarte. Okay, warum nicht? Wir haben ja noch ein paar Booster. Fünf an der Zahl. Wäre schön, wenn ich euch vielleicht hier ein cooles Artwork zeigen könnte. Dann wäre ich eigentlich mit dieser Box schon zufrieden. Weil, um ehrlich zu sein, die beiden Promokarten, die finde ich schon super. Könnt ihr auch mal im Japanischen gucken. Die kostet auch schon einiges. Die sowieso, die andere Pikachu-Karte. Und jetzt kann man die relativ, also zu 100% natürlich, ne, bekommen, wenn man sich eine Box holt und hat vielleicht noch so ein bisschen Glück, was in den fünf Boostern hier drin ist. Und ja, gucken wir mal. Iguana. Dann Wooly, dann haben wir Shinox, dann haben wir einmal Pam Pam, dann einmal Schnäppke, einmal Plaudergei und dahinter unser erster VMAX mit einer schönen Struktur. GG Leute, nämlich Rayquaza VMAX. Eine schöne Karte auf jeden Fall und der erste Hit. Leider noch nichts aus dem GG Subset. Wir haben nämlich hier unser GG Card Subset in diesem Zenith der Könige Set. Und mal gucken, da gibt es auch eine andere richtig tolle Pikachu-Karte noch. Das ist ja die Nummer 1 oder diese eine Secret Rare. Die wäre doch natürlich auch nicht verkehrt, die vielleicht zu ziehen.
das würde hier dieser Pikachu-Box doch, ja, eine schöne Abrundung geben auf jeden Fall. Hyperball, auch alternatives Artwork, sieht sehr, sehr lustig aus, sehr, sehr cool, auch aus diesen Decks wieder. Nirgendwo Sauger, pam pam, dann haben wir einen Tausch, einmal Schnäppke, ein Ignivor, ein Tangela. Dahinter ein süßes Ditto, es ist kein Ditto aus Pokémon Go, das kann man hier nicht abhieren, das ist ein ganz normales Ditto. Und dahinter, GG Leute, das ist die Karte, die meinte ich, GG. Und damit ist diese Pikachu-Box abgerundet. Oh mein Gott, ich sehe sie übrigens das erste Mal, weil sonst kostet sie, keine Ahnung, 400 Euro in der japanischen Collection. Huh, das gibt's ja gar nicht. Und die ist nicht, das ist gar nicht das GG-Subset. Ich habe was Falsches erzählt, Leute. Die ist gar nicht im GG-Subset, die ist einfach nur hinten dran. Und wow, ist die schön. Das ist der Abschluss unseres Schwert-Schild-Zyklus. Es ist der Abschluss dieses Zyklus. Der neue beginnt ja mit Karmesin und Purpur. Und es ist eine wunderschöne Karte. Die gibt es, wie gesagt, auf Japanisch in einer Box, die sehr, sehr selten ist, sehr, sehr teuer. Und diese Karte, habe ich gesehen, ist gar nicht so teuer. Ich freue mich aber trotzdem, weil die einfach wunderschön ist. Das ist nicht die teuerste Karte, aber ich finde die wunderschön. Die bekommt einen ganz besonderen Platz im Binder, denn das ist wirklich für mich die Abschlusskarte, die uns die letzten Jahre hier praktisch ja, auch verfolgt hat oder begleitet hat durch den Schwert-Schild-Zyklus mit Sashian, Samasenta, Xbat, Koronosper, Wulaosu und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Also richtig, richtig schick. Und dass ich die hier ziehe in dieser Collection, Leute, ich fasse es nicht. Ich hab's mir gewünscht und es ist eingetreten. Richtig nice. Weil besser kann man diese Pikachu-Collection nicht abrunden. Und Leute, ey, da erzähle ich euch eben von noch und dann ziehen wir das wirklich in den Booster. Leute, ich freue mich mega. Wenn ihr auch Bock habt auf diese coole Box, guckt wie gesagt auf ggcards.de. Da haben wir die gelistet neben den Mini-Tins. Und natürlich könnt ihr auch alles andere noch vorbestellen, ist ja klar. Karmesin und Purpur wird auch bald hoch online gehen, aber erstmal natürlich die Zenit der Könige Sachen, ne? Das dauert ja noch ein bisschen, 31.03. Dann kommen die Karmesin und Purpur Sachen bei uns raus. Shinux, können wir hier nochmal was draufsetzen? Ich bin ja schon mehr als zufrieden. Elevoltec haben wir hier noch gezogen. Auch ein richtig schönes Artwork. Und wenn wir, glaube ich, Magbrand haben, dann sitzen die an so einem Lagerfeuer, ja? Und grillen da irgendwie Stockbrot oder so. Also auch sehr, sehr cool. Und dahinter nochmal Koronosper als Holo. Hey Leute, diese Box, die gönnt ja schon mal richtig. Wir haben hier also Rayquaza, V-Max. Jetzt muss ich mal hier das dicke Pikachu kurz beiseite schieben. Wir haben eine Holo, wir haben Elevoltec und wir haben unser Pikachu. Oh, und das ist eine schöne. Der hat auch eine unglaublich tolle Struktur. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr die schon mal gesehen habt. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie die japanische genau aussieht. Die habe ich leider noch nicht live gesehen. Aber ich hoffe, das passiert vielleicht auch mal irgendwann demnächst, wenn man da vielleicht mal günstiger rankommt als 450 Euro oder was so andere Shops anbieten. Ne? Die sind nicht gerade günstig, diese Karten. Gut, Leute, ich sag schon mal vielen, vielen Dank. Ey. Ich freue mich mega. Cooles Opening. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dann auch mit den Produkten. Würde mich mega freuen, wenn ihr auch natürlich ein Abo hier da lasst, wenn ihr das Ganze supportet, was wir machen. Und natürlich auch gerne mal bei uns im Shop vorbeischaut. Das würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Und jetzt gucken wir einmal, können wir hier noch was Cooles aus der GG Gallery ziehen? Na, ein Kikugi war es noch nicht. Eine Energie, okay Leute, wir haben eine Energie und ich glaube, das ist die ganz normale, ja, eine ganz normale Energie. Und GG und Freunde aus Hisui noch, das gibt's ja gar nicht. GG Leute, was ist denn hier? Wir haben nichts aus der GG Gallery, aber wir haben hier noch eine Full Art und ich glaube, ach nee, doch, wir haben ja hier unten eine. Leute, ich bin völlig verwirrt. Ich bin gerade völlig fertig mit den Hits aus 5 Boostern. Das sind 5 Booster. Und wir haben Freunde aus Hisui. Wir haben diese coole Pikachu-Karte. Elevoltec, Rayquaza, V-Max. 2 Pikachu-Karten. Und jetzt kann ich schon gar nicht mehr reden. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Richtig coole Box, Leute. Die gönnt auf jeden Fall richtig. Also wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich drücke euch die Daumen. Und ja, jetzt bin ich erstmal raus und freue mich über diese richtig, richtig schicken Hits. Bis zum nächsten Mal. GG und ciao. Macht's gut. Tschüss.